In diesem Video geht es darum, wie Strom- und Gasvertrieb an der Tür richtig funktioniert. Viel Spaß mit dem Video. Wenn du Strom- und Gasvertriebler bist, bedeutet, du gehst raus und verkaufst Energieverträge für Strom und für Gas, für das ein oder andere Zusatzprodukt eventuell dazu, dann wirst du, wenn du noch nicht 100, 150, 200 Neukunden Eigenumsatz im Monat machst und deine Teampartner auch nicht, folgende Fehler, die ich dir jetzt aufzeige, sehr wahrscheinlich mit Sicherheit zu 100% aktuell noch machen. Wir gehen einmal als erstes darauf ein, was es für Hauptquellen an Fehlern gibt, die dafür sorgen, dass der Umsatz nicht da ist, wo er sein soll, die dafür sorgen, dass du selber nicht motiviert bist, wie du eigentlich sein wolltest, dass du vielleicht an manchen Tagen morgen aufwachst und dir denkst, boah, gar keinen Bock irgendwie gerade auf die ganze Geschichte. Du guckst vielleicht auf den letzten Monat zurück, deine Stornoquote ist relativ hoch, ja, also deine Widerrufsquote liegt nicht irgendwie bei 4, 5, 6, 7%, sondern vielleicht eher bei 10, 15, 20%. Deine Gesamtstornoquote beläuft sich vielleicht auf 50% oder 40%. Und wenn du mal 90, 100 Kunden gemacht hast, dann ist es vielleicht bisher für dich eher ein Glücksspiel gewesen, weil du ein besonders gutes Gebiet hattest oder besonders gut drauf warst in dem Monat oder was auch immer da letztendlich einfach los war. Also lass uns einfach direkt auf den Punkt kommen und reinstarten. So, als allererstes, größter Fehler, den die meisten im Strom- und Gasvertrieb machen, ist, sie pitchen nur auf Preissenkung. Ja? Der Pitch von den meisten sieht so aus, dass sie sagen, ja, schönen guten Tag, einmal von der Strom- und Gasversorgung so und so. Sie haben ja mitbekommen, dass jetzt gerade Energiekrise ist oder die Nachbarn haben sich auch über die hohen Preise beschwert. Ist das bei Ihnen auch so? Ja, wir bieten eine Preissenkung an. Es wird teilweise auf eine Tarifoptimierung gepitcht, ja? Wo halt gesagt wird, wir optimieren jetzt Ihren Tarif. Es wird teilweise so ausgesehen, also es sieht teilweise so aus bei der Art und Weise der Formulierung des Pitches, dass das Ganze Pflicht ist, was rechtlich sowieso fragwürdig ist und die Leute ja, haben grundsätzlich einfach keinen Bock. Bedeutet, das, was da gerade passiert, triggert null. Das ist ein Argument von 100 verschiedenen, die du im Strom- und Gasbereich machen kannst. Die meisten pitchen immer nur darauf, dass der Preis günstiger wird. Sie reden von 20% Senkung, sie reden von einer großen Senkung, sie reden davon, dass wir die Tarife anpassen können. Sie fragen nach, sind sie noch beim Grundversorger, sind sie noch bei den Stadtwerken und gehen dann darauf ein. Und die Konsequenz dessen ist sehr oft eine Diskussion mit dem Kunden. Ja, der Kunde hat keinen Bock auf die Thematik, der wimmelt dich sehr wahrscheinlich, wenn du so pitchst, sehr, sehr schnell ab. Manche, wenn du da so irgendwie ein bisschen schlingelig pitchst, lassen dich deswegen rein, aber haben dann irgendwie doch keinen Bock auf den Wechsel. Und das Ganze funktioniert einfach ansatzweise nicht so gut, wie es funktionieren könnte, wenn komplett anders gepitcht wird. Also Fehler Nummer 1, immer nur auf Preissenkung pitchen und immer nur auf irgendeine Tarifanpassung pitchen. So, ganz genauso ist es bei den meisten und sehr wahrscheinlich auch bei dir so, wenn du Strom und Gas vertreibst und das Video guckst, dass du mit den meisten Einwänden, die dir Kunden entgegenbringen, einfach noch nicht so richtig klarkommst. Ja, du antwortest Dinge, die dir so intuitiv irgendwie einfallen oder die du dir so über die letzten Wochen, Monate zurechtgelegt hast, die so manchmal, wenn du Glück hast, funktionieren, meistens aber eher nicht. Auch das führt oft dazu, dass so gewisse Diskussionen sind, also dass du dir selber so denkst, so Alter, ich habe ein Produkt, was voll geil ist für den, der ist doch einfach nur günstig, aber der versteht's nicht, der sagt immer wieder dasselbe, er sagt kein Interesse, du machst eine Einwandsbehandlung, er sagt wieder kein Interesse und du hast das Gefühl, dass du teilweise irgendwie gegen eine Mauer redest, gegen so eine Wand redest und die Kunden einfach dich nicht wirklich verstehen und nicht nachvollziehen können. Ja, so auf Einwände wie zum Beispiel keine Zeit, antworten die meisten, ja, ja, das weiß ich, Frau Müller oder Herr Müller, aber es dauert ja auch nur 2 Minuten, jetzt bin ich ja gerade da. Du musst dir mal folgende Frage stellen, wenn zum Beispiel ein Kunde sagt, er hat keine Zeit, ist das wirklich so? Hat er wirklich keine Zeit? Oder hat er eigentlich Zeit? Weil offensichtlich ist er ja gerade zu Hause, guckt Fernsehen, telefoniert, kocht, liest ein Buch, sitzt auf dem Sofa. Was hat er eigentlich nicht? Ja, kein Bock. Also bringt es ja auch überhaupt gar nichts, wenn du auf keine Zeit antwortest mit, es dauert nur 2, 3 Minuten oder wir sind in 5 Minuten durch, weil nach wie vor wird er keinen Bock haben, auch nicht auf diese 2 Minuten. Das bedeutet, du setzt an einer komplett falschen Stelle mit deiner Einwandsbehandlung an, ja. Oft wird auch immer bei einer Einwandsbehandlung von den meisten immer erstmal mit verstehe ich oder kann ich nachvollziehen geantwortet, was den Kunden einfach nur bestärkt an der Tür in seinem Denken, aber nicht dafür sorgt, dass er Bock hat auf einen Vertrag.
Der sorgt nicht dafür, dass er Bock hat auf dich, sorgt nicht dafür, dass er Bock hat, mit dir einen Vertrag abzuschließen, sondern es manövriert dich in der Sackgasse. Auch so auf Einwände wie kein Interesse fragen dann die meisten immer nach, ja, warum haben sie denn kein Interesse? Ja, es gibt doch nur Vorteile für sie, dadurch machst du das Ganze größer. Du musst dir eine Sache bewusst machen. Warum kommen Einwände an der Tür? Die meisten Einwände sind nicht ernst gemeint. Es ist einfach nur ein Kaufschutz, der vorhanden ist, der verdammt gut ist. Wäre dieser Kaufschutz nicht vorhanden, würde unser Geschäft nicht funktionieren. Weil wenn es so einfach wäre, jeden als Kunden zu gewinnen, warum müssten die Versorger uns dann so viel bezahlen, dass wir die Kunden akquirieren gehen? Dann könnten sie doch einfach jemanden hinstellen, der 16, 18 Jahre alt ist, gar keine Erfahrung hat, einfach die Leute fragt, wollen sie wechseln? Und die sagen alle ja. Dann wäre aber innerhalb von kürzester Zeit jeder mit Strom- und Gasverträgen bereits versorgt. Und unser Geschäft würde überhaupt gar nicht mehr funktionieren. Das bedeutet, die Einwände sind die Ausgangsbasis dafür, dass wir als Verkäufer berechtigt sind, gut bezahlt werden und in der Lage sind, uns abzuheben von anderen Verkäufern, indem wir angenehm anders als alle anderen rüberkommen und Einwandsbehandlungen beherrschen, die anderen nicht kommen und dementsprechend zu Kunden vordringen können und Abschlüsse da machen können, wo es andere einfach nicht schaffen. Wenn aber deine Einwandsbehandlung komplett 0815 ist, und das ist sie, wenn du dich jetzt gerade angesprochen fühlst, von keine Zeit, dauert nur 2 Minuten, von verstehe ich, kann ich nachvollziehen, von ich habe kein Interesse, warum haben sie kein Interesse, dann hast du keine Ahnung von Einwandsbehandlung, sondern hast du irgendwelche Sätze übernommen von deinem Vertrieb, die nicht funktionieren. Sehr wahrscheinlich haben die wenigsten bei dir in der Firma nicht 100, 150, 200 Aufträge, vielleicht gibt es 1 oder 2 Leute, mit denen hast du aber nicht viel zu tun. Chances are high, also die Chance ist hoch, dass die vielleicht auch nicht ganz so sauber arbeiten, aber weiß ich jetzt an der Stelle nicht. Und du deswegen irgendwelche Sachen übernommen hast, die einfach nicht psychologisch basiert sind und auch nichts mit Verkaufen zu tun haben am Ende des Tages, sondern mit dem bloßen Reagieren auf Antworten des Kunden. Ja, dein Job sollte aber nicht sein zu reagieren, sondern dein Job sollte sein, den Kunden zur Reaktion zu bringen. Und zwar zu der Reaktion, wo du ihn tatsächlich haben willst. Ja, so der nächste Punkt. Ergibt sich aus dem, was ich bereits auch schon erwähnt habe, du bist wahrscheinlich oft am Diskutieren. Ja, oft sind manche Verträge, die du machst, so Krampfverträge tatsächlich, wo du mit dem Kunden die ganze Zeit hin und her argumentierst und so weiter und so fort. Der Großteil davon klappt nicht und zieht dir extrem viel Energie an der Tür. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn du 30 Minuten mit jemandem redest und der unterschreibt danach nicht. Oder wenn du drin bist und der unterschreibt danach nicht. Und das verursachst du aber selber durch die Art der Kommunikation, die du tatsächlich wählst und die mangelnde Bindung, die du mit den Kunden aufbaust. Ja? So, und das sorgt für extrem viel Diskussionsbedarf und gibt dir das Gefühl, dass deine Kunden dich einfach nicht nachvollziehen können. So, der nächste Punkt, was die meisten falsch machen, ist, sie gehen nur auf Quote. Das bedeutet, sie sind der Meinung, mit Quote mache ich alles wett. Ja? Aber wenn du, während du die Quote durcharbeitest, nicht regelmäßig reflektierst, was funktioniert und was nicht, dann wird deine Quote immer schlecht bleiben und du wirst auch in der Zukunft mit Zeit wettmachen müssen, was dir an Skillset unterm Strich fehlt. Das kann also nicht die Lösung sein. Es gibt Vertriebe, da sagen die Vertriebsleitungen, Einwandsbehandlung an der Tür funktioniert nicht. Ja, geh einfach hin und frag die Leute, ob sie 4 Cent beim Tanken sparen wollen, wenn du für ein namhaftes Unternehmen im Strom- und Gasbereich unterwegs bist, was zufällig auch Tankstellen hat, und sagen, mach einfach alles auf Quote, ja, dann kriegst du schon Verträge. Das Problem, was du dabei haben wirst und was garantiert so ist, ist, dass du immer lange arbeiten musst und wenn du mal kurz arbeitest, du nicht viele Verträge hast und du Nuller-Tage zwischendrin hast, du hast dann vielleicht mal Tage, wo du 4, 5 hast, wo du Kunden hast, die sowieso ziemlich offen waren, wo es gar keine Kunst war, die als Kunde zu gewinnen, aber dafür hast du dann Tage, wo du auch mal nur 0, 1 oder 2 Verträge irgendwie hast und einfach keine Konstanz drin ist. Also diese Kontinuierlichkeit fehlt dir unterm Strich einfach total. Und du machst halt immer und immer wieder mit Quote und mit Zeit wett, was dir letztendlich an Fähigkeiten und an Fertigkeiten irgendwo fehlt. Genauso, was halt auch der Fall ist, ist, dass die meisten Leute gebietsabhängig performen. Ja, das bedeutet, in Gebieten mit Kunden, wo sie sich wohlfühlen, wo sie erfahren sind, schreiben sie gut. Ja, oft ist es bei Strom- und Gasverkäufern so, wenn sie den Vertrieb nicht richtig beherrschen, dann gehen sie gerne irgendwo in so Assi-Bunker rein.
Ja, also in irgendwelche Plattenbauten wird dann gegangen, in Gebiete, wo sozial schwache Menschen wohnen. Das sorgt für eine hohe Stornoquote und du wirst sehr unangenehme Gespräche größtenteils haben. Ja, nicht falsch verstehen, mit dem Kundentyp Assi kann man sehr geil umgehen. Das sind auch tatsächlich sehr angenehme Menschen, wenn man weiß, wie man mit ihnen kommunizieren muss, wie man sie öffnet für das ganze Thema. Und wenn man dann nicht in dem absoluten Sozialgebiet ist, dann hast du da auch kein Problem mit einer hohen Stornoquote. Aber die meisten wissen nicht, wie es geht. Pitchen, wie sie im normalen Gebiet arbeiten hier, ja, und übergehen gewisse Dinge. So ein ganz weiterer wichtiger Fehler, den die meisten machen, ist auch folgender. Sie pitchen nicht unsauber an der Tür, sondern sie sagen schon klar, worum es geht. Aber ungefähr 30, 40% der Menschen bei ihrer Art der Kommunikation verstehen nicht wirklich, dass es sich um Wechsel handelt. Wenn du dich jetzt gerade angesprochen fühlst, dann passiert bei dir Folgendes. Du bist beim Kunden, du bist dabei, den Vertrag zu machen. Du merkst es ganz genau, sei ehrlich, du merkst es, ob der Kunde gerade versteht, dass es ein Wechsel ist oder nicht. Du merkst es an der Art der Nachfragen. Du merkst es zum Beispiel, wenn sie sowas sagen wie, also wird das jetzt übernommen, ja? Oder ja, okay, dann muss ich mich ja um nichts weiter kümmern. Dann danke, dann warte ich mal auf die Post meines jetzigen Versorgers ab. So kleine Sachen, wo du merkst, ah, der hat das nicht richtig verstanden. Und was du falsch machst, gerade an der jetzigen Stelle, ist, dass du dann vor der Unterschrift schnell versuchst, so das wegzuwischen, sodass du nur sagst, die kriegen ja nochmal Post und sie müssen sich um nichts kümmern. Aber du betonst nicht nochmal ganz genau, dass es ein Anbieterwechsel ist. Du wiederholst nicht mal nochmal ganz konkret, dass du jetzt von einer anderen Firma da gewesen bist, als er es gerade ist und dass die Firmen nicht zusammengehören. Das machst du gerade sehr wahrscheinlich nicht, ja, weil du Angst hast, dass du den Kunden dadurch verlierst, weil er es ja noch nicht ganz verstanden hat. Das Problem, was du jetzt dadurch wieder entwickelt hast, ist, dass deine Widerrufsquote hoch ist und die Anrufe im Nachhinein teilweise negativ, weil die Kunden gar nicht verstanden haben, was da abgeht und dachten, du wärst von ihrem Versorger, auch wenn du glaubst, du hättest es ihnen schon gesagt. So, wenn du dich davon angesprochen fühlst, dann ist das noch unsauberes Arbeiten. Ist so, weil du musst vor Unterschrift dem Kunden nochmal ganz, ganz klar machen, was da jetzt passiert ist, dass es ein Anbieterwechsel ist und so weiter und so fort. Und auch dafür die richtigen Worte wählen, dass er da nicht abspringt, sondern dabei bleibt und das Ganze sogar gut findet. Ja? Weil wenn du Quality Calls bekommst von deinem Versorger, wenn der Kunde nochmal angerufen wird, nachdem du da warst, glaubst du, die sind verkäuferisch ausgebildet und können den Kunden drehen? Nein, weil sonst würden sie nicht im Callcenter einfach nur sitzen, sondern selber Vertrieb machen. Das bedeutet, wenn du es nicht hinbekommst, wie soll der es hinbekommen? Und selbst wenn ihr keinen Quality Call habt, spätestens ein, zwei Tage später bekommt er von seinem jetzigen Versorger Post mit einer Kündigung, sodass er spätestens dann weiß. Und wenn du ihn bis dato nicht aufgeklärt hast, das muss immer vor der Unterschrift passieren, aber wenn er es einfach nicht verstanden hat bis dahin, dann wird er dadurch, also viele, widerrufen, sauer sein und fühlt sich über den Tisch gezogen, weil etwas passiert ist, was er nicht nachvollziehen konnte. Wenn du dich gerade angesprochen fühlst, das ist der Grund dafür, dass du erhöhte Stornos tatsächlich hast. So, es bedeutet, es werden Dinge verheimlicht an entscheidenden Stellen. Es bedeutet, es wird nicht unsauber gearbeitet, es wird nicht gelogen, sagen wir es so, es wird nicht gelogen, aber es werden Dinge an entscheidenden Stellen verheimlicht. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großes Problem bei vielen, weswegen sie auch einfach eine hohe Cancel-Quote haben, hohe Stornoquote. So, und das wiederum führt zu folgender Sache. Die meisten Leute sind ja der Meinung, ich muss erstmal ein richtig geiles Mindset haben, dann kommt der Rest von alleine. Ja, ich muss zu Hause sitzen, ich muss das alles visualisieren in meinen Träumen und dann ziehe ich das alles magisch an. Ja, das ist an der Tür genau andersrum. Wenn du ein gutes Mindset hast, dann gehst du an die Tür, dann kriegst du nur auf die Fresse, weil du keine Sätze beherrschst, weil du kein Skillset beherrschst, weil du nicht die entscheidenden Dinge beherrschst, die wirklich notwendig sind, um Abschlüsse zu machen. Und spätestens nachdem du ein paar Mal auf die Fresse bekommen hast, spätestens dann ist dein Mindset Kacke. Sondern hast du nicht nur ein Kack-Skillset, sondern auch ein Kack-Mindset. Was wichtig ist, ist, dass du erstmal ein richtig gutes Skillset bekommst, weil das sorgt für viele, viele Abschlüsse.
Und das sorgt für ein richtig positives Mindset. Und dann geht es darum, dein Mindset weiterzuentwickeln, um von 100 auf 150 und 200 Neukunden Eigenumsatz im Monat zu kommen. Warum weiß ich das? Ganz einfach aus Eigenerfahrung von Mitarbeitern und von Dutzenden. Mittlerweile haben wir über 100 Leute im Coaching betreut, 200, 300 tatsächlich. Wir haben mehrere Dutzend auf 100, 150, 200 Neukundenabschlüsse gebracht. Wir haben Firmen dazu verholfen, von 3 auf über 50 Mitarbeiter hochzuskalieren. Wir haben Einblicke in alle möglichen Firmen eigentlich im Door-to-Door mittlerweile, ob über Projektleitung, Geschäftsführer, Mitarbeiter, Teamleiter, alles Mögliche tatsächlich. Und es sind immer wieder dieselben Herausforderungen, immer wieder dieselben Probleme, die zu immer wieder den gleich ungenügenden Ergebnissen tatsächlich einfach führen. Und das ist ein Punkt davon, dass das Skillset einfach nicht steht und dadurch sich das Mindset immer und immer und immer weiter verschlechtert. Und das sorgt dann dafür, dass du keinen Bock hast. Dass du morgens aufwachst und einfach nicht so Bock hast. Ja? Das heißt nicht, dass du nicht arbeitest, aber du brauchst immer richtig, um reinzukommen. So, und lass dir mal eine Sache gesagt sein, das muss nicht so sein. Okay, es muss nicht so sein. Wie wäre es denn, wenn du in der Lage bist, konstant mit Leichtigkeit, ohne viel Ablehnung, 150 Verträge im Monat konstant zu schreiben? Lass es 100 sein oder 120. Wie wäre das? Wie viel würdest du verdienen im Monat? Was würde sich bei dir privat ändern? Was würde sich beruflich ändern? Wie würden dich deine Mitarbeiter ansehen in der Zukunft? Wie würdest du dich selbst fühlen? Wenn du genau weißt, dass heute gut wird und du in der Lage bist, 7, 8 Verträge mit Leichtigkeit zu schreiben, meinst du, du hättest vielleicht ein bisschen mehr Bock? Weil wenn du mal zurückdenkst an Tage, wo es scheiße gelaufen ist, vielleicht war gestern bei dir ja scheiße, wenn du dir das Video anguckst. Woran denkst du am nächsten Morgen? Du denkst immer an die Neins vom Vortag. Und deswegen hast du keinen Bock, dasselbe nochmal zu erleben, weil die Ablehnung dich nervt. Und du keinen Bock hast, mit Leuten zu diskutieren, auf die du privat gar keinen Bock hättest. Kommt dir bekannt vor? Das kann anders laufen. Wenn du weißt, wie du mit den Leuten umgehen musst, und ich sag dir gleich, was für eine Struktur du dafür tatsächlich brauchst, dann hast du das Problem nicht. Dann wachst du mit Leichtigkeit auf. Ja, du hast dann auch Tage morgens, wo du keinen Bock hast. Das ist normal, das kriegst du nicht komplett weg, aber die werden viel, viel weniger und du hast nicht keinen Bock, weil du weißt, du kriegst wieder auf die Fresse heute und es wird ein anstrengender Tag, sondern höchstens, weil es so routiniert ist, dass es so leicht ist für dich tatsächlich Geld zu verdienen. So, und es ist eine ganz andere Geschichte am Ende des Tages. So, das erstmal dazu. Ich denke mal, das sollte klar sein. Und das sind somit die Hauptprobleme tatsächlich im Strom- und Gasvertrieb. Es gibt noch viele, viele andere Dinge, viele, viele, viele Details. Aber das ist so im Groben das, was einfach 90% der Leute tatsächlich falsch machen. Und deswegen hier mal ein paar Sachen, wie das Ganze besser funktioniert. So, wie funktioniert das Ganze jetzt anders und was musst du besser machen? Wenn du mal die Sachen, die ich gerade gesagt hast, einfach mal umdrehst, dann ist das Erste, was dir in den Kopf kommt, dass du andere Argumente brauchst als nur Preissenkung. Das bedeutet, du brauchst unterschiedliche Argumentationsstrukturen, die auf die Wünsche des Kunden eingehen, psychologisch basiert sind, ihn öffnen fürs Gespräch und dafür sorgen, dass er dir die Strom- und Gasabrechnung bringt. Das hängt auch damit zusammen, dass du in der Lage bist, auf alle 16 Einwände an der Tür eine 1:1 Antwort zu haben, die replizierbar ist, die du immer und immer wieder verwendest und die funktioniert und dafür sorgt, dass du viele Kunden in der Einwandsbehandlung zum Abschluss bringst. Die wenigsten werden ohne Einwandsbehandlung kaufen. Das ist so. Du brauchst dich nicht jedes Mal erschrecken, wenn Einwände kommen, sondern musst es schon erwarten und in der Lage sein, darauf einzugehen. Und dafür brauchst du die richtigen Sätze und die richtigen Argumentationsstrukturen. Dein oberstes Ziel an der Tür als erstes sollte sein, in der Lage zu sein, gute Gespräche zu führen. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, wirst du mit keinem Rapport aufbauen, keiner wird dir vertrauen und dementsprechend wird auch kein Mensch bei dir an der Tür einen Abschluss machen. Punkt Nummer 2 Ziel im Strom und Gas ist, die Abrechnung des Kunden zu bekommen. Das bedeutet, er muss dir seine Strom- und Gasabrechnung bringen. Und dann Punkt Nummer 3 ist, den Abschluss zu machen. Wenn du zu Punkt 1 und Punkt 2 in der Lage bist, dann bist du so kurz entfernt von dem Abschluss, vorausgesetzt, du hast die richtigen Worte und die richtige Argumentationsstruktur, die den Kunden innerhalb von 5 bis 10 Minuten zum Abschluss führen. Dann, die Gesprächsstruktur muss folgendermaßen aufgebaut sein. Als erstes
brauchst du einen Pitch. Du brauchst einen psychologischen Pitch mit einer richtigen Argumentationsstruktur, der Wort für Wort ausnahmslos immer derselbe ist, ohne dass du die ganze Zeit Freestyle machst, sondern dass du das Ding auswendig lernen kannst, mit der richtigen Intention das rüberbringen kannst und dadurch nicht nur du so gute Erfolge erzielen kannst, sondern auch deine Mitarbeiter. So, dann brauchst du als nächstes die richtige Einwandsbehandlung. Wie bereits erwähnt, gibt es 16 Einwände an der Tür. Die wichtigsten 4, ja, die bei dir am häufigsten vorkommen, Strom und Gas ist das in der Regel keine Zeit, kein Interesse, ich will nicht wechseln oder sowas wie mein Mann, meine Frau macht das. So, und da musst du in der Lage sein, auf alle einzugehen und die wichtigsten 4, mit denen musst du beginnen, weil damit wirst du 80% der Kunden abschließen. Die restlichen 12 kommen in der Regel nur bei 20% der Kunden vor. Das bedeutet, das hier ist relevant und die restlichen 12 sind relevant, um in die Masterclass einfach aufzusteigen, um richtig, richtig gut zu werden. So, dann brauchst du einen Vorabschluss an der Tür. Das bedeutet, durch Pitch und Einwandsbehandlung ist dein Ziel, ihn dazu zu bringen, die Abrechnung zu holen. Sobald du die hast, kommt ein Vorabschluss. Ja, auch dafür haben wir eine ganz genaue 1:1 Argumentationskette, die von jedem Einzelnen immer und immer und immer wieder benutzt wird und dementsprechend wir auch eine immens hohe Closing Rate haben. Bei mir ist es mittlerweile so, wenn ich an der Tür bin, dann habe ich mindestens einen Schnitt von 1:4, also 4 Leute, die ich antreffe, schließe ich einen ab. Meistens ist es mittlerweile bei 1:3 und in seltenen Fällen, an manchen Tagen, habe ich wirklich mal 1:1 Quote, also wo ich mit 10 Leuten geredet habe, alle 10 tatsächlich gekauft haben und der Tag dementsprechend nach 3-3,5 Stunden mit 10 Verträgen wieder beendet wurde. Auch das ist möglich, 100%. 1:1 Quote ist aber wahnsinnig schwierig, dafür müsst ihr eine ganze Menge können und das passiert, wie gesagt, nicht jeden Tag, sondern nur in seltenen Fällen. Da treten dann auch mehrere Kriterien einfach zusammen. So, aber was sehr erstrebenswert ist, wenn du auf dieses Level kommst, 1:4, wenn du die ganzen Fehler, die ich vorhin angesprochen hast, noch machst, liegst du wahrscheinlich eher zwischen 1:15 oder auch sogar nur 1:25, 1:30, wenn du alle Fehler tatsächlich machst und damit macht es keinen Spaß. Ja, damit kriegst du auch keine hohen Ergebnisse und damit heißt es ja auch, dass von, sagen wir mal, von 25 Gesprächen klappt einer, heißt ja, dass 24 von 25 nicht klappen. Sehr logisch, dass du am nächsten Morgen keinen Bock hast und dich nur an die Ablehnung erinnerst. Ja, so macht das halt einfach keinen Spaß. So, dann, nachdem du den Vorabschluss gemacht hast, musst du die Daten des Kunden aufnehmen und ins tiefgründige Smalltalk-Gespräch reingehen. Auch das vergessen viele. Du musst in der Lage sein, innerhalb von 2 bis 3 Minuten mit dem Kunden eine tiefgründige Basis aufzubauen, die euch nicht vom Wesentlichen ablenkt, aber dafür sorgt, dass er ein Urvertrauen in dich, deine Firma, Door-to-Door, dein Produkt und sich selbst hat und dementsprechend die ausreichende Entscheidungskraft und Kompetenz hat, mit dir heute, hier und jetzt den Abschluss zu machen. Ja? Man sagt immer, Door-to-Door ist nicht nur für Verkäufer anstrengend, wenn sie es nicht können, sondern vor allem auch für die Kunden, weil die fühlen sich dann einfach nicht wohl. Ja, die haben dann kein Vertrauen und können nicht beim ersten Mal mit jemandem einen Abschluss machen und der Verkäufer kriegt halt den Abschluss einfach nicht zustande. Das bedeutet, da ist zu 100% Nachholbedarf. So, dann kommt dahinter, nachdem das passiert ist, das finale Closing. So, da wird der Abschluss gemacht, auch da musst du mit einer Ja-Schleife arbeiten, auch da musst du Leute aufklären, die noch nicht verstanden haben, dass es sich um einen Wechsel handelt, dass sie vor Unterschrift alles verstanden, mit allem einverstanden sind und zufrieden sind. So, und das Gespräch sollte, ja, zwischen 5 bis maximal 15 Minuten tatsächlich dauern. Wenn es bei dir länger geht, also wenn du im Schnitt vielleicht 20 bis 30 Minuten pro Kunde bist oder auch manchmal eine Dreiviertelstunde oder so, dann liegt es entweder daran, dass du ganz viele unnötige Informationen dem Kunden gibst, ja, die ihn überhaupt nicht interessieren. Fachidiot schlägt Kunde tot, an der Tür kaufen Leute nicht wegen Zahlen, Daten, Fakten. Es hängt nicht von deinem Produkt ab. Ja. Viele glauben auch immer, dass es jetzt gerade daran liegt, dass sie nicht so geile Preise haben, die sie verkaufen können, dass sie wegen der Energiekrise gerade nicht mehr verkaufen können an der Tür oder dass andere Dinge einfach Kriterien sie irgendwie stören. Das ist nicht der Fall. Es hängt auch nicht von dem Gebiet ab, in dem du unterwegs bist, wenn du das glaubst. Du kannst genauso leicht in gehobeneren Gegenden Kunden gewinnen, wenn du weißt, wie du mit denen reden musst, wie in sozial schwachen Gebieten, bloß dass du in gehobeneren Gebieten
in der Regel eine viel, viel, viel geringere Stornoquote aufweisen kannst. Und da musst du einfach lernen, wie Vertrieb wirklich richtig funktioniert. So, wenn du, wie gesagt, vielleicht 20, 30, 45 Minuten redest, gibst du ihm sehr wahrscheinlich falsche Informationen einfach mit. Ja, so unnötig viele Informationen. Vielleicht nimmst du jedes Mal einen Kaffee an, sitzt dann mit dem erstmal ewig. Es kann auch sein, dass du selbst Angst hast, den Abschluss zu machen. Ja, in der Regel haben Verkäufer mehr Angst vom Abschluss als der Kunde selbst, weil du denkst, dass die Vertrauensbasis noch nicht ausreichend ist. Das führt dazu, dass dein Gespräch sich in die Länge zieht und die Kunden dir dann oft am Ende sagen, ich muss mir das jetzt nochmal überlegen, weil das so viele Informationen gewesen sind. Und selbst wenn du sie dann zum Abschluss bekommst, dann, wenn dein Gespräch so lange geht, bist du trotzdem nicht in der Lage, richtig krass viel am Tag zu verdienen und richtig krass, krasse Geldsummen einzukassieren im Door-to-Door und richtig hohe Vertragszahlen am Tag tatsächlich zu schreiben, weil dir allein aus dem Aspekt der Zeit das Ganze überhaupt nicht möglich ist. Ja, und jetzt nochmal ein Appell an dich, wenn du dieses Video hier guckst und das bis zu diesem Zeitpunkt geguckt hast. Ich nehme an, du bist jemand, der uns schon eine Weile verfolgt oder vielleicht auch erst seit ein, zwei Monaten sich schon diverse Videos angeguckt hast. Vielleicht sitzt du gerade in deinem Auto, warst mal wieder an der Tür, suchst wieder einen neuen Input, suchst wieder neue Strategien. An dich ist dieser Appell gerade mal gerichtet. Ich kann dir ganz, ganz stark ans Herz legen, dir einfach mal ein kostenloses Erstgespräch bei uns zu buchen, einfach mal mit uns zu sprechen. Ja, es gibt keine Verpflichtung für dieses Erstgespräch. Vielleicht zögerst du noch ein bisschen an aktueller Stelle, weil du nicht weißt, was dich erwartet oder du mal schlechte Erfahrungen gemacht hast oder du der Meinung warst, du willst es erstmal selber weiter probieren. Aber wenn du nicht so einen Nachholbedarf und Wissensbedarf hättest, dann wirst du sehr wahrscheinlich das Video hier nicht bis zu diesem Punkt geguckt haben und immer noch meiner Stimme zuhören. Und wenn du Träume hast im Leben, die du erreichen willst mit Door-to-Door, wenn du gerade Herausforderungen hast im Door-to-Door-Bereich und dich dieses Video angesprochen hat, dann lass dir helfen. Es geht innerhalb von kürzester Zeit, dass wir dich auf ein ganz neues Niveau bringen, vorausgesetzt, du setzt 1:1 um, was wir dir beibringen. Wir haben Leute, die vorher bei 30 Verträgen gewesen sind, innerhalb von eines Monats auf über 100, 110, 120 gebracht. Wir haben Leute, die schon bei 50, 60 waren, auf 140, 150 gebracht innerhalb kürzester Zeit. Und Leute, die bei 80, 90 waren, auf über 150 bis 180, teilweise 200 Verträge. Die besten Leute, die wir ausgebildet haben, haben meine Rekorde sogar gebrochen mit mehr als 230 Neukundenabschlüssen in einem einzigen Monat. Alles über Kaltakquise. So, und wenn du nicht bereit bist, dich zu entwickeln und Input anzunehmen von uns, obwohl du ganz genau spürst, wenn du mal auf dein Bauchgefühl hörst, dass wir dir helfen können, dann können wir dir nicht helfen. Dann kann dir aber auch keiner helfen, weil du wirst nirgendwo in Gesamtdeutschland so ein geiles Door-to-Door-Training finden wie bei uns. Es gibt ja gerade nicht mal jemand anderen, der eins anbietet. Dementsprechend wirst du dich früher oder später sowieso bei uns melden, aber dann mach's doch lieber direkt, weil wenn du jeden Monat 50 Verträge weniger performst aktuell, als du es eigentlich könntest mit unserem Wissen, dann stell dir mal die Frage, was du jeden Monat an Geld verlierst, solange du noch zögerst und wartest, dich bei uns zu melden. Und mit den Worten ganz liebe Grüße aus Berlin, viel Erfolg heute im Gebiet und wir hören uns im Erstgespräch. Ciao.